Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochmorgen in Mannheim-Neckarstadt eine sogenannte Problemimmobilie durchsucht. Fast 300 Polizisten und Behördenvertreter waren bei der Razzia am frühen Mittwochmorgen im Einsatz. Ziel der Polizeiaktion war es, gegen mutmaßlichen Mietwucher und Sozialleistungsbetrug vorzugehen. Also diese Aktion heute ist Teil der Aktion Sichere Neckarstadt. Das ist ja eine Aktion des Polizeipräsidiums Mannheim im Verbund gerade mit der Stadt und anderen Institutionen, wo es darum geht, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen. Und dann ist sicherlich Problemimmobilien ein Baustein davon. Aus dieser Aktion heraus ist eben ein Ermittlungsverfahren erwachsen, was sich gegen die Inhaber dieser Problemimmobilie hier in meinem Hintergrund richten. Heute ging es darum, in einer konstatierten Aktion mal die Gegebenheiten vor Ort genau anzugucken. Also es bestanden Durchsuchungsbefehle des Amtsgerichts Mannheim. Da war vor allem, ging es darum, den Tatvorwurf zu verifizieren oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Man geht nämlich davon aus, dass hier teilweise viel mehr Flächen abgerechnet wurden als vorhanden. Konkret bedeutet das, dass Leute, wir meinen halt die Bewohner, dass deren prekäre Wohnsituation ausgenutzt wurde und ihnen dadurch viel mehr in Rechnung gestellt wurde, / Wuchermieten, als sie hätten tatsächlich zahlen müssen. Und dadurch einmal sie, aber auch der Jobcenter, weil einige davon Jobcenterleistungen beziehen, geschädigt wurden. Also wir hatten heute knapp 300 Personen im Einsatz. Hohe Anzahl, muss man sagen, hat damit zu tun, dass wir auch sehr hohe Anforderungen an die Hygienemaßnahmen hatten. Das heißt, wir hatten keine Durchmischung der Kräfte beispielsweise. Und deshalb ist, was auf den ersten Blick so ein bisschen als viel wirkt, hat sich dann doch, wenn man es so differenziert betrachtet, ziemlich entzerrt. Wir gucken da intensiv drauf. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber wir haben sicherlich noch weitere Immobilien auf dem Schirm. Und gerade was diesen gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetrug oder den organisierten, wo es auch um Menschen geht, das haben wir ganz, ganz vorne auf dem Schirm.